Wasserstoff kann uns im Energiesystem sehr helfen. Und ich möchte im Folgenden mal kurz erläutern, in welcher Art und Weise das geschehen kann. Das gibt insgesamt vier Problemgruppen, die man mit Wasserstoff gut adressieren kann. Das sind gleichzeitig auch die vier wesentlichen Probleme, die uns bei der Energiewende noch bevorstehen und auch schon momentan sehr stark einwirken. Ich möchte mal beginnen mit einem Überschuss an Erzeugung, wie wir ihn heute finden, aus Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen. Wir haben also sehr oft die Situation, dass wir mehr Energie bereitstellen, als wir eigentlich verbrauchen können. Und in solchen Fällen schaltet man heute teilweise die Anlagen ab. Auf der anderen Seite versucht man, Energiespeicher einzusetzen. Aber das Problem ist, Energiespeicher sind für diesen einzigen Einsatzzweck viel zu teuer und damit nicht wirtschaftlich. Das kann man mit Wasserstoff besser realisieren. Man kann die überschüssige Energie nutzen. Man kann sie dann speichern und die Speicherung kann erfolgen in Wasserstoffleitungen, zum Beispiel indem man ehemalige Gasnetze ertüchtigt oder auch Pipelines baut für den Transport über weitere Entfernungen. Ja, und dann kann man zu anderen Gelegenheiten diesen Wasserstoffspeicher eben wieder anzapfen. Man kann die Energie nutzen, man kann aber auch viele andere Dinge damit machen. Dann kommen wir zum zweiten Problem. Das betrifft die Prognoseabweichung. Wir haben ja die Windenergie. Die Windenergie ist natürlich immer abhängig von der Windgeschwindigkeit. Bei der Photovoltaik hängen wir auch von der Sonneneinstrahlung ab. Und das kann man zwar prognostizieren, aber man weiß ja aus dem Wetterbericht, es gibt immer kleine Abweichungen. Und diese Abweichungen führen dann zu relativ großen Leistungsabweichungen. Für diese Leistungsabweichungen benötigt man dann andere Kraftwerkstechnologien oder Energiespeicher. Und das kann man auch wieder hervorragend mit Wasserstoff realisieren, weil den hat man ja vorher schon umgewandelt und gespeichert und den kann man für diese Zwecke dann rückverstromen. Zum Beispiel mit Brennstoffzellen oder dafür vorbereiteten Turbinen, die man speziell auf Wasserstoff adaptiert. Es waren also zwei Probleme. Jetzt komme ich zu dem größten Problem der Energiewende, das ist die Flaute. Die Flaute, das bedeutet, dass wir keine Windgeschwindigkeit haben oder nur sehr geringe Windgeschwindigkeiten. Und dann müssen wir ganz genau überlegen, wie wir mit diesem Problem umgehen, wenn wir nicht weiter mit fossilen Energien versorgen wollen. Das heißt, wir stehen jetzt vor der Aufgabe, dass wir die Energiemengen aus Zeiten mit Überschuss, das heißt aus dem Frühjahr oder dem Herbst, dann in den Winter transportieren. Dafür haben wir bisher noch keinen Energiespeicher gefunden. Warum? Der wäre relativ teuer, da nur einmal B- und einmal entladen wird. Das geht mit Wasserstoff natürlich viel besser, wenn man Wasserstoff leitungsgebunden dann schon gespeichert hat, ihn für viele andere Anwendungen noch nutzen kann und gleichzeitig diesen Speicher, diesen Energietransport über die Zeit aus dem Herbst dann in den Winter realisieren kann. Dann gibt es zusätzlich noch das Problem, dass die Leistung sich natürlich mit den Windgeschwindigkeiten aus der Windenergie sehr stark ändert über der Zeit. Wir können sehr starke Anstiege oder auch einen sehr starken Leistungsabfall haben. Da muss man auch reagieren durch die Einbringung anderer Energie aus anderen Kraftwerken oder eben zum Beispiel aus gespeichertem Wasserstoff. Und damit ist man in der Lage, alle diese vier Probleme der Energiewende zu adressieren und dafür zu sorgen, dass unsere zukünftige Planung auf rein regenerativer Basis auch Realität werden kann. Ja, Wasserstoff kann man in ganz verschiedenen Anwendungsbereichen nutzen. Diese Anwendungsbereiche kann man dann auch als Sektoren bezeichnen. Und da kennen wir den Stromsektor, den Verkehrssektor und den Wärmesektor. Im Stromsektor ist Wasserstoff besonders wichtig. Warum? Mit Wasserstoff kann man zukünftig die Versorgungssicherheit aufrechterhalten, auch wenn wir keine fossilen Energien mehr verbrennen möchten. Das bedeutet, dass Wasserstoff genau die Lücke füllt, die wir heute haben zwischen der fluktuierenden Energieerzeugung aus Windenergie und Photovoltaik und anderen Dingen und auch einem Verbrauch, der sich ja nicht immer sehr gut prognostizierbar dann darstellt. Im Strombereich wird man Wasserstoff so nutzen, dass man ihn also aus einer leitungsgebundenen Speicherform dann mit einer Brennstoffzelle in das elektrische Netz einspeist, also einmal wandelt in der Brennstoffzelle. Das Gleiche kann man tun mit speziellen Turbinen. Und darüber hinaus gibt es dann noch ganz verschiedene Anwendungsbereiche, die nicht nur im Strombereich, sondern auch zum Beispiel in der stofflichen Nutzung liegen. Also man kann Wasserstoff in der chemischen Industrie einsetzen, man kann ihn in der Stahlproduktion einsetzen und überall dort, wo heute zum Beispiel fossil erzeugte Gase genutzt werden, aber auch überall dort, wo bestimmte Einsatzstoffe genutzt werden, die heute noch nicht klimaneutral sind. Weil diese Funktion kann Wasserstoff hervorragend erfüllen, wenn er aus fluktuierender
erneuerbare Energie gewonnen wurde. Das war also der Strombereich. Daneben gibt es natürlich ganz wichtig den Verkehrsbereich. Insbesondere in Metropolregionen geht es ja darum, die Klimaemissionen aus dem direkten Wohnumfeld zu verdrängen. Und dafür ist ja Wasserstoff hervorragend geeignet, zum Beispiel mit Bussen, die mit Wasserstoff betrieben werden, mit Fahrzeugen, darüber hinaus dann auch in ländlichen Regionen, die nicht elektrifiziert sind, mit Zügen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Und wenn wir uns dann die Emissionen in der Luftfahrt anschauen, dann schreit das natürlich auch geradezu danach, dort auch Wasserstoff einzusetzen. Da ist man auch momentan dran. Es werden also Wasserstoffflugzeuge konzipiert. Bisher ist man bei alternativen Kraftstoffen und später wird es um ein Fliegen mit Brennstoffzellen gehen. Das war der Verkehrsbereich. Jetzt ist natürlich auch der Wärmebereich interessant. Das wissen wir alle. Wärme benötigt man in der kalten Jahreszeit und Wärme ist wichtig. Da ist aus heutiger Sicht Wasserstoff noch sehr unwirtschaftlich. Da muss man also sehen, wie sich das zukünftig entwickelt, in welcher Form man den regenerativ erzeugten Wasserstoff dann auch bereitstellen kann. Momentan sind wir noch bei einem Kostenfaktor von ungefähr 8 bis 10 zwischen dem sogenannten grauen Wasserstoff, also dem mit fossilen Energie erzeugten, und dem regenerativ erzeugten Wasserstoff. Aber das kann zukünftig dadurch besser werden, dass wir alle diese Sektoren miteinander verbinden. Da spricht man von der sogenannten Sektorenkopplung. Das heißt also, man verbindet die Sektoren Strom, Gas, Wärme. Das ist die sogenannte Infrastruktursektorenkopplung. Und damit verbindet man letztlich auch wieder die Verbrauchssektoren im Industriellen, im Privaten und im Verkehrsbereich. Und was passiert bei der Sektorenkopplung? Man hat jetzt verschiedene Medien, die sind an bestimmten definierten Stellen miteinander verbunden. Zum Beispiel ein Elektrolyseur verbindet das Stromnetz mit dem Gasnetz und erzeugt mit elektrischer Energie dann Wasserstoff und speist das ein. Oder an einer anderen Stelle haben wir eine Brennstoffzelle, diese entnimmt Wasserstoff aus dem Gasnetz und erzeugt elektrische Energie. Das heißt, die Sektorenkopplung schafft ein neues System sich gegenseitig stützender Medien und sorgt damit dafür, dass unsere Energieversorgung sicher, vorhersagbar und vor allen Dingen auch bezahlbar bleiben kann. Der Einsatz von Wasserstoff wird zukünftig eine sehr große Bedeutung haben. Insbesondere Norddeutschland bietet dafür hervorragende Randbedingungen. Woran kann man das festmachen? Wie kann man das begründen? Wir haben einerseits sehr viel Windenergieanlagen installiert und können diese Windenergie natürlich hervorragend nutzen für eine Wandlung in Wasserstoff und diesen Wasserstoff dann in verschiedenen Applikationen verwenden. Was wären dafür Beispiele? Wenn man die insgesamt klassifizieren möchte, dann kann man verschiedene Anwendungsbereiche betrachten. Die kann man wiederum auch als Sektoren bezeichnen. Bei den Sektoren können wir zum Beispiel unterscheiden die Industrie, die Wärme, den Verkehr, Strom könnte man nochmal als eigenen Sektor definieren. Und in all diesen Bereichen kann man in Norddeutschland Wasserstoff einsetzen. Fangen wir mal mit dem Industriebereich an. Da ist die Klimadringlichkeit, das ist ja ein Parameter, der ist auch ganz wesentlich bei der Auswahl der ersten Applikationen, besonders hoch. Da haben wir zum Beispiel die Stahlproduktion mit Wasserstoff, wir haben die Produktion von Zement mit Wasserstoff. Und dazu laufen aktuell auch schon Pilotprojekte in Norddeutschland. Aus meiner Sicht wird sich dieser Bereich sehr stark entwickeln und er wird eine sehr starke Wirkung in Richtung Klimaschutz und Klimaneutralität entfalten können. Daneben gibt es natürlich den Bereich des Verkehrs. Verkehr ist insofern ja interessant, weil da Wasserstoff bereits konkurrenzfähig ist. Das ist also auch eine ganz wesentliche Nebenbedingung. Und Wasserstoff wird zum Beispiel in Privatfahrzeugen, in Flotten, in Bussen, in Zügen, im ländlichen Bereich auch dort, wo nicht elektrifiziert werden kann, aber auch im Schiffsverkehr und natürlich auch im Bereich von der Luftfahrt eingesetzt, weil er hier sehr große Klimaschutzeffekte erzeugen kann. Wasserstoff ist in dem Bereich konkurrenzfähig und hat aber auch Konkurrenztechnologien. Diese Konkurrenztechnologie ist zum Beispiel im privaten Fahrzeugbereich die Batterieelektrik. Batterieelektrische Fahrzeuge werden sicher heute in größerer Zahl verkauft und genutzt, was daran liegt, dass sie auf kurzen Strecken einfach die günstigere Variante sind. Im Vergleich dazu kann man Wasserstoff besser auf langen Strecken nutzen und eben auch für Fahrzeuge mit größeren Gewichten und größeren Dimensionen.
Das waren also die beiden Bereiche Industrie und Verkehr. Der Bereich Wärme, der wird sich wahrscheinlich erst perspektivisch entwickeln, weil im Bereich Wärme natürlich eine große Konkurrenz durch andere Wärmebrennstoffe noch besteht. Aber perspektivisch wird man auch eine Lösung für die Wärme finden müssen. Wahrscheinlich wird diese allerdings eher im elektrischen Bereich liegen, beim Betrieb von Wärmepumpen. Und da muss sich später erst zeigen, inwieweit Wasserstoff hier konkurrenzfähig sein kann. Jetzt ist es natürlich auch noch interessant, die systemische Wirkung von Wasserstoff zu betrachten. Und dabei führen wir die verschiedenen Sektoren zusammen. Dann spricht man von einer sogenannten Sektorenkopplung. Und diese Sektorenkopplung, die kann man in zweierlei Hinsicht betrachten. Einerseits kann man sie betrachten bezogen auf die Infrastruktur. Bei der Infrastruktur meine ich das Stromnetz, das Gasnetz und das Wärmenetz. Man kann jetzt verschiedene Elemente zwischen diesen drei Netzarten definieren und dann auch bauen, wie zum Beispiel ein Elektrolyseur, der wird aus dem Stromnetz mit elektrischer Energie versorgt und erzeugt dann Wasserstoff für ein Gasnetz. Oder die Brennstoffzelle, die an einer anderen Stelle eben den Wasserstoff aus dem Gasnetz entnimmt und daraus elektrische Energie erzeugt und damit auch unsere Versorgungssicherheit verbessern kann auf der elektrischen Seite. Dabei fällt in verschiedenen Wandlungsstufen Wärme an und diese Wärme kann man dann natürlich als Abprodukt für die Wärmeversorgung nutzen. Aus meiner Sicht bietet insbesondere die Sektorenkopplung eine hervorragende Chance, unser Energiesystem zu optimieren in vielerlei Hinsicht. In allererster Linie aus Sicht der Effizienz. Wir werden ein sehr effizientes Energiesystem haben. Wir werden ein klimafreundliches Energiesystem haben. Und wenn wir diese beiden Faktoren zusammennehmen, erwarte ich auch, dass sich das kostenmäßig in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten hervorragend entwickelt und wir irgendwann diese Energiewende damit auch bewältigen können.